Herzlich willkommen zu einer neuen Lektion Java 4 Dosier im General. Sie haben heute ein paar Methoden, die mit Stringen zu dienen haben. Ja, das ist nicht ganz einfach sagen. Ein paar sind bekannt, wir haben einfach zwei Variablen. String, Name, als gleich Alex. Alex, voilà. Kennen wir, wir haben einfach String definiert. Das ist eine Variable Name, weiß dann ob ein String Alex. Für ganz präzise zu sein, können wir das auch so schreiben. Alias als gleich new, das ist ein Objekt, ich kann nicht new schreiben, mit einem Inhalt. Alias wäre dann den Alexi, zum Beispiel. Ja. D'accord? Das ist nur in diesen zwei Fällen zwei String-Variablen gemacht. Normalerweise müssen die zwei nicht. D'accord? Dadurch geht es. Was wir schon gelernt haben, ich kann. Mit den Alias wird man am Namen nicht zu tun, ne? Nein, das sind einfach zwei verschiedene Variablen. Out.println, dadurch kennen wir auch schon, name plus Bindestrich zum Beispiel plus alias, was haben wir heute gemacht? Wir haben eine Konkatenation gemacht. Der Plus, wenn man mit Stringen schafft, das heißt, ich konkatenieren, ich passe die zwei Texte, in diesem Fall die drei Texte zusammen. Das ist extra. D'accord? Das kennen wir schon. Das kennen wir schon, das haben wir ein bisschen auf uns schon gesehen. Heute gebrauchen wir das ganz, ganz, ganz oft. Voilà. Ja, wir haben es dabei, ich einfach Zwillen zu printen. Ich habe das schon ein bisschen letztes Jahr gesehen, ich kann das auch mal ein Plus machen. Das ist, wenn ich das hier in 12 will schreiben, und dann Paste, kann ich zum Beispiel dann hier Plus mein NX, wo ist dann hier mein Variable X, deklarieren ich, X als gleich 99. D'accord? Dann möchte ich eine Konkatenation vom Text von Name, der Bindestrich, den Text von Alias plus, der dann hält dann halt den Textwert von X. Die wird den automatisch als String umgewandelt. Voilà. Der ist am Fang, möchten das für alles. Das ist aber nicht immer möglich, mit dem Konkatenation zu schaffen. Da gibt es paar Methoden, die das proper machen. Die eine ist dann der String.valueOf, zum Beispiel Feier. Da kriege ich einen Text Feier raus, der ist. Wie wir eine Gimmie rundherum wären. Wie wir eine Gimmie rundherum wären. Das heißt, am Anfang wird das tun als Resultat das tun. Ja. Dann ist es der String. Dann ist es der String. Ich kann dasselbe doch dann mit einem Double Man, Value of, und dann halt zum Beispiel 2.33. Da kriegen ich an dem Fall da einen Text drin mit 2.33. Das ist nicht richtig ein Text. Da habe ich keine Konkatenation gemacht, keine Automatisierung, gar nicht. Wir haben das proper gemacht. Voilà. Was wir aber heute so brauchen, ist den umgedrehten Weg. Und das kriegen wir mehr wie oft, wenn wir mit Grafik spielen, ich tippe einen Wert an. Und ich will den Wert aber nur als Text. Ja, weil das die Input meistens immer für dich mal das String, also die in der Besandung. Voilà. Dann gibt man auch als Methoden, das ist dann den Integer-Punkt. Value of, gesagt indirekt, ich kann hier einen String machen, zum Beispiel 2.66, da kriege ich weiterem. Das ist ein Fall. Das ist ein Fall, ja, was tut das ein Doppel, was du gemacht hast. Nee, da und das könnte oft 4, leider. Das ist 2. Was kann ich dann? Integer value of 2, man muss 2 Da kann ich einen Wert, wirklich ein 2. Das ist mal, immer schön ein 2. Und dann geht es, aber mit Komma 2. Ja, die geht es aber. Doppelpunkt value of, das ist ein Text, 3.66 zum Beispiel. Da kann ich den 12, den Double, 3.66. Geht der value of beim. In diesem Kontext davon aus, dass das String als Parameter ist. Ja, ja. Ich will aber nur mal bemerken, man heißt, du hast kein Punkt, also der Komma. Das hängt von der Original Settings von deinem Computer auf. Oh je, du willst in der Komma, heißt, du willst in der Punkt. Ich kann kein so und was das probieren. Leider kann kein Dorps ändern, muss ich einfach probieren. Oh, das hat er in der Woche schon viel drüber gesehen, wenn ich da rechne. Ne? Ja, nee, rechnen das immer 3, 2 Punkte am Java-Typen. Ja. Mit das, wenn ich nur
an einer Interface antippt, oh, also muss ich in 2.33 antippen, also muss ich dann 2.33 antippen. Ja, vielleicht einfach nur denken, mit Punkt und Komma kann man Probleme da kriegen. Da kriegt ihr einen kleinen Fehler am Ende. Wir werden da doch noch ein bisschen gesehen, wenn man da grafisch auflöscht. Okay, das ist gut. Voilà. Das sind schon die Basissachen mit den Stringen an Text. Du könnt nach paar Methoden, die euch helfen, mit String zu schaffen. Da dient das für zu finden, ob ihr überhaupt einen Text an einem anderen Text dran ist. Der schwimmt mal hier zu einem Text, meinst du? Nein, ein Text an einem Text. Text an einem Text. Zum Beispiel hier Alex, aus den an diesem Text dran. Ah, okay. Ich könnte so etwas schreiben. Name.contains. Contains. Das Methode. Und dann ein Text. Zum Beispiel, Alex hört den Alex dran. Kriegst du auch eine Boolean, oder? Ah, ganz gut. Ja, wir haben eine Boolean. Die ist einmal rasch. Da habe ich dann als Boolean zwei Werte. Entweder true oder false. Okay? Mhm. Du hast auch Contains, wie du nun siehst, beinhaltet Name, die Variable oder den String, den durch Name angewiesen wird, hört den Alex dran. Ja, und du hast die, was die Mischleute dann lohnt, nicht wissen. Ja oder nein? Nein, weil das klein auch groß geschrieben ist. Ach Schei. Ja. Der Schei wird dann das Resultat false. Okay. Wenn ich aber so schreibe, großen Alex, dann ist das einfach hier. Ja. Da tun auch, wenn das auch dran. Wie gesagt, die dort Instruktionen allein als solche gut kissen. Nein, ja. Da kann ich den raus, ich kann die printen, ich kann okay. Die if man. Mhm. Ich kann das tun, man. If bis zum Schluss gehen, tick, 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 tick. Klammer zu, und dann könnt ihr schon irgendetwas als Aktion machen. Ja, ja. Du musst nicht, ist alles gleich true, das ist dann implizit. Ja. Das ist implizit. Mhm. Ich kann da aber rum ein Variable gebrauchen. Ja. Also erlaubt. Oder rum einen komplizierten. Ah, ein String Container. Okay, rum ein String Manipulation, das ist immer erlaubt. Mhm. Normalerweise schaffen wir mal das durch. Das ist der Contains. Als den einen Teil an dem anderen dran. Okay. Mehr ist es nicht. Ganz oft gebrauche ich das. Mhm. Das ist dann eine laufende Aufgabe gedurcht. Aber hey, kleine Kamera, schon das Lever. Das ist meckert, dann ist der Compiler schon. Voilà. Der Kommentar wird dann nicht gehen. Voilà. Und das sind aber nur noch zwei Methoden, die wir brauchen. Und die sind ein bisschen schwierig. Wir müssen aber leider so durch. Okay, Contains sind einfach außen dran. Also so, aber mehr oft, viel mehr oft gebrauchen wir, sind sie identisch. Okay. Equals. Das, equals. Aufgepasst. Mhm. Nicht das gleich. Das ist das Tor, in der wir nicht schreiben. Das war schon auf Bonsiam verboten, ne? Ja, wir hatten das schon auf Bonsiam gesagt. Mhm. Wir dürfen das Tor nicht gebrauchen. Wir werden, weil wir wissen, was das Tor hier ist, am Anfang. Wir machen den Tor hier was. Das ist der Name, was ist eine Variable. Die weist auf einem Objekt, wo Alex drauf steht. Den Alias weist auf einem Objekt. Mhm. Und da kann ich nicht mal das gleiche ist gleich mehr. Der schreibt halt mal Alex. Ja. Ups. Weil der Punkt uns hinzulässt. Voilà. Ja. Vergleich mal zwei Sachen, die nicht vergleichbar sind. Ich kann das tun nicht gebrauchen. Das ist verboten. Ich muss. Unbedingt. Ja, dummerweise geht es manchmal. Die kriegt man keinen Fehler mehr. Mhm. Aber bei Stringen kann es vorkommen, dass es noch geht, weil hier verschiedene Optimisationen möchte. Mhm. Voilà. Nee. So testen ich. Ich kann auch einen Text machen. Ist der Name identisch mit Alex? Ja, ja oder nein? Oder ist der Text zum Beispiel identisch mit Carlos? Ja oder nein? Mhm. Ja. Ich kann auch. Nur mal ein kleiner Appell von der Onsie, ich kann auch das noch gebrauchen. Der Not-Operator. Der Not-Operator. In dem Fall nicht equals, der Manager. D'accord? Okay. Das ist dann der Equals. Für just noch etwas, das ist mit großer, mit klein. Das ist der letzte Deal. Abgepasst, ich darf das noch rum, nicht schreiben. Weil da kann ich direkt einen Fehler melden. Das ist der Name mit groß wie Carlos zum Beispiel. Ja, was gibt es da noch für Synergien, oder? Ja. Wieso? Ein String und mit groß wie? Wie ein anderes String. Voilà. Der schreibt ja direkt einen Fehler melden. Was beim ist gleich nicht der Fall war, er kann einen Fehler melden. Der schreibt sich, oh, ich kann das nicht gebrauchen. Hm. Was ich gebrauchen muss, das ist eine andere Methode, die heißt compare to, es gibt auch einen zweiten New York Case, die gebrauchen aber nicht, to alias.
Da kann ich leider nicht den True-False. Da kann ich etwas ein bisschen komplexes. Hier kann ich drei Werte. Wenn das Resultat 0 ist, heißt das, die zwei sind identisch. Okay. Wenn das Resultat mehr klein wie 0 ist, heißt das, dass der Name mehr klein ist. Wie was heißt mehr klein? Das heißt lang, die nee. 12 von den Zeichen? Nein. Alphanumerisch am Diktionär. Oh, der könnte Alex kennt vier um Carlos. Auch wenn Carlos mit Carlos ist. Das musst du auch wissen. Das ist aber nicht offensichtlich. Das ist nicht offensichtlich. Ja. Ja. Das heißt also ein Textvergleich wie am Diktionär. Aha. Okay. Ja. Und wenn ein Migrosas wie 0 heißt, dass der Inhalt von der Variable Name am Diktionär mehr groß ist wie den Alias. Puh, okay. Ja, das ist sure. Dann alphanumerisch, also mehr groß. Das ist das wie am Diktionär. Den A kennt wir um B, den AA kennt wir um B, und so weiter. Mhm. Okay, verstehe. Als Beispiel, ich gehe direkt ein Beispiel, weil viele Schüler haben nur das Problem, der Wert 1000 als mehr klein wie der Wert 2 als Text. Ja, weil dient am Diktionär 402 kennt ihr. Voilà. Mhm. Auch von den anderen Milan aus, ent kann der ja, ja, weil die bekannt zuhören sind. Weil sie kein zuhören sind. Das sind Texte. Mhm. Teilweise den AAAAAA als mehr klein wie B. Das muss ich nicht mehr für den Kopf haben. Mhm. Und dann der Resultat gibt dann ein Resultat, der mehr groß, gleich oder mehr klein wie 0 ist. Natürlich können wir zuhören. Können wir einen zuhören? Aufgepasst, wirklich, wir wissen nicht, was für ein 12. Wie klein wie 0, 0 oder wie groß wie 0. Natürlich, so testen es doch. So muss man auch testen. Und du gibst doch einen kleinen Trick. Das tun heißt, das ist identisch. Das tun, wie klein, heißt, the name, als wie klein. Könnt 4 rum am Diktionär, 4 rum Alias, ja. Und dann den heute, als dann the name wie groß. Für das zu verhalen, ups, dann muss ich meinen Tisch noch ein bisschen ändern. Aber was links steht? Ja, das ist ein Symbol, als wie wenn man heute da wäre. Das ist dann der Name mehr groß wie den da. Mhm. So verhält den das. Weil ja. Kann ich noch dann mit. Okay, du liest von links nur jetzt. Voilà. Könnt ihr noch irgendwie so behauen? Ja. Ne, von links nur jetzt. Links noch jetzt. Ja, Name wie groß wie Alias. Voilà. Ja, und dann schaut man relativ. Ja, Abfall, ja. Okay. An der Zelle wird, just für Hallo aufzuschließen, können wir mit dem Equals an der Compare-To funktionieren noch für großen Integer und für großen Double. Mm. Weil das Objekte sind, das funktioniert doch. Okay. Und damit kann ich dann alles anfangen machen, weil immer eine Textmanipulation zu sehen. Das tun ist wichtig, wenn wir gebrauchen das hier noch, wenn wir löschen sortieren. Okay. Da muss man so Sachen gebrauchen. Was längt vom String spielt, interessiert das nicht? Es gibt eine Methode für die Länge können wir behandeln nicht. Okay. Na ja, da sage ich dem Carlos merci. Bis zum nächsten Mal. Adi.